Flotho schreibt das Jahr 1213. Ritter, Hofdamen und Gaukler bevölkern die Burg der ostwestfälischen Kleinstadt. Vor historischer Kulisse hatten die Recken zur Porta zum 12. Burgfest geladen. Aus Hannover, Osnabrück oder Extertal waren viele Mittelaltervereine, Händler und Darsteller der Einladung der Recken zu Porta gefolgt. Trotz des teilweise sehr verregneten Tages ließen sich weder die Besucher noch die Darsteller vom Wetter beeindrucken. Sie genossen und zelebrierten das 12. Burgfest in Flotho.